Herzlich willkommen auf dem Flughafen von Graz. Ladies and gentlemen, welcome to Graz Airport. Hundert Jahre Flughafen Graz. Das ist gleichzeitig auch die Geschichte des ältesten Flughafens Österreichs. Eine Geschichte, gespickt mit Anekdoten von den Anfängen der Luftfahrt bis zum heute viertgrößten Flughafen Österreichs. Ein klassischer Regionalflughafen, der sich den Herausforderungen der Zukunft stellen muss. Ein Ort, der für tausende Passagiere den Anfang und das Ende einer Reise darstellt. Für das Flughafenteam ist es ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz mit hoher Verantwortung. Begleiten Sie uns auf dieser Rundreise hinter die Kulissen des Grazer Flughafens. Mein Name ist Tanja Lang. Ich habe hier in Graz seit 2007 mein Rating. Und seitdem darf ich da allein verantwortlich als Flugverkehrsleiterin arbeiten. Tanja Lang ist um 4.45 Uhr eine der ersten Mitarbeiterinnen am Flughafen Graz. Wenn ich in der Früh zum Frühdienst in den Dienst komme, muss ich mal die ganzen Geräte hochfahren. Auf dem Radarschirm sieht man das Flugfeld als doppelte Linie. Der gesamte Kontrollbereich des Grazer Towers erstreckt sich über ein Gebiet von Lassnitzhöhe, Leibnitz, Kleinstetten bis Hitzendorf. Wenn das Ganze läuft, meldet sich der Flugplatzbetriebsleiter und gibt die ganzen Bewegungsflächen mir frei. Ja, servus. Würde gerne über den Rollweg Delta die Piste C befahren. Nach der Freigabe durch Tanja Lang fährt der Flughafenbetriebsleiter die gesamte Fläche des Flughafenareals ab, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände, Tiere oder andere Hindernisse den kommenden Flugverkehr beeinträchtigen können. Mein Name ist Horst Bloder. Ich bin hier am Flughafen Graz bei der Feuerwehr. Unter anderem auch deswegen, weil es zum REM-Dienst gehört. Das heißt, wir machen auch die Flugzeugabfertigung. Im Falle eines Alarms müssen die Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr innerhalb von 3 Minuten an jedem Punkt des Flughafens einsatzbereit sein. Damit dies gewährleistet ist, werden täglich die Einsatzflotte und auch die Alarmsirene überprüft. Ja, guten Morgen, Horst ist da von der Feuerwehr. Machen wir eine Sirenenprobe, bitte. Kommt sofort, servus. Der Klang einer Sirene steht aber auch am traurigen Anfang der Flughafenhistorie. Auf dem Gelände des heutigen Flughafens befand sich von 1914 bis 1917 ein Konzentrationslager, in dem 30.000 ukrainischstämmige Bewohner aus Galizien und der Bukowina interniert waren, weil man ihnen vorwarf, mit Russland zu sympathisieren. Aufgrund der katastrophalen hygienischen Zustände starben 1.800 von ihnen an Epidemien. »1914 wurde dem ursprünglichen Exerzierplatz der K&K-Monarchie die Flugtauglichkeit bescheinigt und unter der Leitung von Feldpilot Erich von Kahlen begann der Umbau zum militärischen Flugplatz. 20 Mann bauten 2 Ettrichtauben, die in Kisten verpackt und zerlegt nach Graz kamen. Sie waren die ersten Ausbildungsflugzeuge. Am 26. Juni 1914 startete schließlich das erste Militärflugzeug in den Himmel über Graz.« Nur 2 Tage später war das Attentat von Sarajevo Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg durften nur die Besatzungsmächte den Flughafen Graz nutzen. Erst im Jahr 1947 erhielt der Thalerhof die eigene Lufthoheit zurück. Die militärische Nutzung blieb weiterhin fixer Bestandteil des Flughafens. 1961 kamen Fluglehrer und Mechaniker der schwedischen Saab-Werke, um das Personal für den Einsatz auf diesen Maschinen auszubilden. Ab 1975 war Graz die Heimat der Kunstflugstaffel Caro Ass,
die weltweit in mehr als 150 Flugveranstaltungen ihre fliegerischen Fähigkeiten bewies. Jets der Type F5 und die umstrittenen Draken beschließen dann das Kapitel der österreichischen Luftwaffe in Graz. Das Gelände des Fliegerhorstes Nittner steht nun leer und militärische Flugobjekte kommen nur mehr als Gäste vorbei. Durch die Konzentration auf den zivilen Flugverkehr haben sich aber auch die Aufgaben für das aktuelle Management des Flughafens geändert. Der Flughafen Graz hat sich mit Sicherheit verändert. Es, nach einem großartigen Vorgänger, Herrn Direktor Fritz Eder, der diesen Flughafen aufgebaut hat und entwickelt hat, ist es mir mit einem tollen Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, diesen Flughafen weiterzuentwickeln. Rund 130 Liniendestinationen, wöchentliche Anbindungen an die großen Umsteigeflughäfen in Europa auf der einen Seite, aber auch im touristischen Segment hat sich sehr vieles getan. Sehr viele Feriendestinationen werden von Graz aus direkt angeflogen. Das heißt, der Flughafen Graz hat sich für die gesamten Steirerinnen und Steirer positiv weiterentwickelt. Die Abflughalle mit ihren Check-in-Schaltern ist sicherlich der zentrale Punkt des Flughafens. Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter und ein angenehmes Ambiente sind die Voraussetzungen für zufriedene Kunden. Mein Name ist Susanne Zaunschirm, arbeite seit 1995 da am Flughafen in Graz und bin im Bereich Operations, Ground Operations tätig. Man muss die Freude an den Gesprächen mit Menschen haben. Man muss sich ein bisschen darauf einstellen können, auf den Passagier, der vor einem steht. Man muss ein bisschen ein Fingerspitzengefühl entwickeln und Sprachen natürlich sind von Vorteil. Thank you and have a nice flight. Am Check-in-Schalter trennen sich aber auch naturgemäß, zumindest kurzfristig, die Wege von Passagier und Großgepäck. Dieses macht sich auf seinen automatisierten Weg in die Unterwelt des Flughafens. Durch eine vierstufige Sicherheitsüberprüfung und Erkennungssysteme geleitet, findet das Gepäck, wie wir wissen, beinahe immer seinen Weg in den Frachtraum des Flugzeugs. Ich bin der Gspunning Wolfgang, arbeite hier am Flughafen Graz in der REMP Gruppe 2. Wir sind zuständig für die Flugzeugabfertigung, bin 34 Jahre alt und bin Gruppenleiter-Stellvertreter in unserer Gruppe. Das Flughafenvorfeld, der Arbeitsplatz der REMP-Mitarbeiter, ist heute ein modernes Betätigungsfeld. Doch das war nicht immer so. Holprige Wiesen und schlecht befestigte Untergründe standen am Beginn der Grazer Luftfahrtgeschichte. Neben dem Berufsflugverkehr beheimatet der Thalerhof seit 1960 auch die Steirische Motorflugunion. 1963 wurde das Auerstreckennetz von Wien über Graz nach Klagenfurt eröffnet und 1966 wurde der Flughafen Graz durch die Linie Graz-Linz-Frankfurt an das internationale Flugnetz angeschlossen. Voraussetzung dafür war der Bau einer 1500 Meter langen Betonpiste. Und von da an prägten laufend Umbauarbeiten und Erweiterungen das Erscheinungsbild. 1969 wurde ein neues Flughafengebäude eröffnet, das von mehr als 40.000 Passagieren genutzt wurde. Das rasant steigende Flugaufkommen machte eine weitere Verlängerung der Piste notwendig. Und zu Beginn der 1980er Jahre gehörten Flugausfälle wegen Nebels der Vergangenheit an. Ermöglicht hat dies die Aufrüstung auf Instrumentenflugbetrieb. In monatelanger Nachtarbeit wurde die inzwischen 3 Kilometer lange Piste des Grazer Flughafens saniert und 2005 wurde der Ausbau fertiggestellt. Was 1960 mit 625 Passagieren begonnen hat, findet seinen vorläufigen Höhepunkt 2008. Der Flughafen Graz jubelt erstmals über 1 Million Fluggäste in seinen international prämierten Räumlichkeiten.
As we say, Mullins 461 is in flight level 70. Descending level 70, so we say Mullins 461. Freude und Euphorie sind groß. Alle Fachleute weltweit gehen von jährlich knapp zweistelligen Prozentzuwächsen aus. Doch die Wirtschaftskrise hinterlässt auch im internationalen Fluggeschäft und in den Bilanzen des Grazer Flughafens ihre Spuren. In den folgenden 4 Jahren kann das Passagieraufkommen trotz aller Anstrengungen nicht über der Million gehalten werden. Betroffen vom Rückgang sind hauptsächlich Linien- und Charterbetrieb, aber auch der Privatflugverkehr und der Frachttransport, der im Arbeitsalltag immer wieder für ein wenig Abwechslung sorgt. Also ein besonderes Ereignis ist da immer, wenn ein recht großes Flugzeug kommt, Frachtflieger, Antonov zum Beispiel. Das haben wir da nicht alle Tage, also das ist schon ein besonderes Ereignis. Das immer schwieriger werdende Umfeld verlangt nach neuen Strategien und Zugängen für den Flughafen Graz. Schließlich hat man hier nicht den Vorteil einer internationalen Drehscheibe wie in Wien. Salzburg und Innsbruck punkten vor allem mit neuen Wintertouristen aus dem Norden und Osten Europas. Der Lösungsansatz? Er ist nicht mehr nur ein Ort des Abfliegens und des Ankommens, sondern er entwickelt sich auch immer mehr zu einem Wirtschaftsstandort. Das heißt, dass hier sehr viele verschiedene Funktionen an diesem Standort verknüpft werden. Einkaufsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit, Gastronomie und Serviceeinrichtungen. Rund 60 verschiedene Unternehmen haben sich am Flughafen Graz angesiedelt und bieten den Fluggästen ein abwechslungsreiches Angebot. Aber der Flughafen Graz ist und war immer schon ein Ort der Begegnung. Ausstellungen, Vernissagen und große Namen auf der Gästeliste verleihen dem regionalen Schmuckstück oftmals internationales Flair. Und auf der Gästeliste stehen nicht nur Menschen, sondern auch besondere Flugmaschinen. I'm happy to be here. Wenn wir international unterwegs sind, wissen wir tagtäglich, wie schwierig es ist, auf großen Flughäfen von einem Punkt zum anderen zu kommen. Das ist beim Flughafen Graz ja nicht der Fall. Das ist ja der große Vorteil. Der Anbindung an die Landeshauptstadt durch öffentliche Verkehrsmittel kommt besondere Bedeutung zu. Die Fluggäste genießen die kurzen Wege eines Regionalflughafens. Nicht einmal 500 Meter muss man vom Parkplatz bis zum Flugzeug zurücklegen. Die Vorzüge eines kleinen, aber feinen Regionalflughafens werden auch von den Mitarbeitern anerkannt. Liegt einer der Vorteile doch darin,